Ich bin's mal wieder hier auf Balken TV. Ein Thema, das ist sehr akut, es kommt aber jedes Jahr wieder und es wird wahrscheinlich so gut wie alle von uns betreffen. Ja, es geht um das sagenumwobene Laub. Das heißt, Fluch und Segen. Segen, weil es natürlich total schön, wenn man durch die Herbstwälder fährt und die Sonne scheint so ein bisschen und alles leuchtet gelb und orange und bunt. Für den Naturgenuss ist es echt sehr schön, aber als Bodenbelag ist es teilweise sehr gefährlich. Also Stürze auf Laub, das ist nicht nur ein Thema für so Leute, die mit dem Rad zur Arbeit fahren, auf Asphalt, sondern bei uns Mountainbikern aus einem spezifischen Grund auch sehr, sehr relevant. Ich möchte dafür ein paar Tipps geben. Vielleicht eine kleine Info für euch. Es hat letzte Nacht hier geregnet. Ich dachte, jetzt habe ich ein bisschen nasses Laub für den Videodreh, aber leider ist es, oder leider eigentlich gut so, aber für das Video ein bisschen schade, es ist nicht so nass. Es kann aber trotzdem sein und ich habe jetzt hier nichts vorbereitet. Ich zeige euch das direkt mal so ganz spontan. Ich muss mich nur einmal bücken und unterm Laub habe ich hier einen feuchten kleinen Stock. Der bewegt sich ja noch. Also der könnte noch wegspringen vom Rad oder hier sehe ich eine Tannenzapfe, die man auch unterm Laub nicht sehen würde. Das ist jetzt nämlich das Problem, dass man unterm Laub Dinge nicht sieht und wenn das eine nasse, glatte Wurzel ist, kannst du bis hier ins Vorderrad rutscht sofort weg und du liegst sofort auf dem Boden. Das Laub hat nicht die beste Traktion, aber die Hauptgefahr liegt darin, dass man nicht sieht, was unter dem Laub ist. Und das kann wirklich zu bösen Stürzen führen. Ja, was kann man denn dagegen machen? Ich meine, man will jetzt nicht mit dem Laubbläser durch den Wald laufen. Also es gibt da Downhill-Strecken, zum Beispiel die Downhill-Strecke in Wuppertal, da habe ich mal gesehen, da hatte der Verein wirklich mal die freigeräumt, weil dann ist ja auch für den Winter immer noch frei. Also das Laub weggemacht, das war schon abenteuerlich. Sonst habt ihr das Laub auf dem Trail. Ja, was könnt ihr machen? Ein Tipp von mir ist, wenn ihr einen Trail kennt und ihr wisst, da sind viele Wurzeln und ihr seht jetzt unter dem Laub nicht, entweder sucht euch schon so imaginäre Linien vorher aus, wo ihr wisst, okay, an der linken Seite sind nicht so viele Wurzeln, fahrt aber eher konservativ. Weil wenn ihr dann sofort attackiert, als wenn nichts wäre, und euer Vorderrad geht über eine nasse Wurzel, dann legt ihr sofort mit dem harten Einschlag da. Deswegen vorausschauend fahren, eine gute Linienwahl, das ist jetzt quasi noch wichtiger, als es sonst eh schon ist. Weil man vielleicht dann doch, wenn man eine gute Linienwahl hat, schön ein paar Sekunden vorausschaut, ein paar Meter, wie auch immer, je nach Geschwindigkeit, dann kann man direkt trotzdem erkennen, ob da was drin liegt im Laub oder ob es eher glatt aussieht. Auf Laub zu fahren heißt, man sieht nicht, was drunter liegt. Und das kann dazu führen, dass das Vorderrad zum Beispiel auf eine Wurzel so seitlich wegrutscht, die man nicht gesehen hat. Das heißt, man muss schön vorausschauen und immer sehr bereit sein für unerwartete Schläge. Also locker stehen, schön Gewicht auf den Füßen haben, vordere Ferse unten hängen und dann immer bereit sein, die Dinge, die einen Schlaglöcher oder als Schläge, die dann von unten kommen, abzufedern. Wenn man irgendwie sich hinsetzt oder ganz starr steht, dann kriegt man die Schläge auch voll ab und hat dann auch höheres Risiko, dass man vielleicht dann doch ein bisschen die Kontrolle verliert. Laub an sich ist für manche halt auch ungewohnt, denn dann kommt halt der Kopf ins Spiel. Wenn man weiß, ist es potenziell rutschig und ungewohnt, dann ist man schnell verkrampfter, packt den Lenker hart, ist eine Einheit mit dem Bike und nicht mehr schön getrennt, dass das Bike sich unter einem bewegen kann. Und dann steigt auch die Sturzgefahr. Das ist wie so ein Teufelskreis. Was kann man dadurch machen? Wir müssen halt gucken, die Vermeidungsstrategie ist ein No-Go. Also sollten wir auf keinen Fall jetzt sagen, dann meiden wir halt den Laub, weil der kommt, das Laub kommt ja eh. Das heißt, sich langsam reinsteigern, erstmal einen Weg finden, wo Laub ist, aber nicht viel Wurzeln drunter. Dann ein Weg, wo das Laub ein bisschen tiefer ist. Dann ein Weg, wo das Laub auch ein bisschen nasser ist oder der Weg ein bisschen steiler ist. Halt Schritt für Schritt steigern, damit ihr dieses Überlaubfahren euch daran gewöhnt, in eure Routine holt, in eure Komfortzone. Wie andere rutschige Untergründe ist natürlich bei Laub so, dass die Tatsache, dass man jetzt Laub hat, was so ein bisschen rutschiger ist, wo man so ein bisschen einsinkt, das verstärkt halt nochmal den Bedarf nach sauberen Basics. Zum Beispiel das Thema Bremsen ist jetzt ganz klar. Jemand, der auf normalen Boden schon dazu lastet, ein bisschen ruckelartig zu bremsen, den Finger unruhig zu haben, das Hinterrad immer wieder kurz zu blockieren, der wird auf Laub noch mehr dieses Gefühl haben, weil man zieht die Hinterbremse, wenn ein bisschen zu stark ist, blockiert sofort, das Rad fängt sofort in dem Laub an, hin und her zu schwimmen, was auch ein Kontrollverlust werden kann. Deswegen das gefühlvolle Bremsen, ganz dosiert, kann man auch immer schön mal üben. Zwischendurch, wenn man das noch nicht so drauf hat, viele haben es intuitiv schon ganz gut drauf, und dann wirklich ganz geschmeidig die Bremse schleifen lassen und dieses Ruckelige auf zu oder nur blockieren vermeiden.
Leider habe ich heute keine passende Stelle, aber wenn es sehr rutschiges Laub ist, dann ist es ähnlich wie bei Eis oder so. Man sieht die Stelle, wow, 10 Meter, alles rutschig mit Laub, dann muss man mal durchfahren, ohne Lenkbewegung, ohne Bremsbewegung. Und sobald dieses total rutschige Laub dann wieder besser wird, ein bisschen festeren Boden hat, dann kann man wieder mit Brems- oder Kurvenbewegung anfangen. Also für diese ganz akut mega rutschigen Stellen, schaut voraus, ihr seht, da könnt ihr mich weghauen. Dann lieber sagen, 10 Meter mal auf Bremse auf und gerade die Vorderbremse ganz wichtig. Und ja, dann, dass ihr da kontrolliert durchkommt, zügig durchfahrt, weil je mehr ihr dann langsam werdet und unruhig mit dem Bike, desto mehr besteht die Gefahr, dass man wirklich wegrutscht. So, steile Abfahrten, steile Passagen mit Laub. Das heißt, die Traktionsgrenze kommt vorher, man sieht nicht, was drunter ist. Sich schön klein machen, jetzt bin ich mal einen Stock gerutscht. Und klein machen, Linie finden. Liebe Leute, das war jetzt einfach hier so ein Verbindungsweg zur Straße, der richtig schön steil ging. Und bin ich noch nie gefahren vorher. Und ich dachte, passt jetzt schön mit dem Laub. Aber das war natürlich ein Gepoker. Ab und zu lagen da mal dickere. Die konnte man noch sehen, oder dünnere, nasse Stöcke unterm Laub. Das heißt, das ist eine Lotterie, die kann auch ganz schnell schief gehen. Markus Klausmann, der 16-malige Downhill-Meister in Deutschland, hat sich mal bei so einem normalen Cross-Country-Trainingsreit das Schlüsselbein gebrochen, so habe ich zumindest gelesen in der Bike-Zeitschrift damals, weil er einfach eine Wurzel unterm Laub nicht gesehen hat. Und wenn ihr halt Blindstrecken fahrt, also die ihr noch nicht kennt, also neue, oder mit Laub noch nicht gefahren seid, dann ist das Risiko da, und gerade wenn es dann was richtig Steiles ist und technisch und schwierig, dann muss man sich wirklich überlegen, geht man das Risiko ein oder sagt man, muss jetzt nicht sein, oder man geht zumindest vorher mal ab und zieht dann die richtig doofen, nassen Sachen, die unterm Laub waren, warten dann so mal raus. Genau, im Bikepark machen sogar im Herbst immer die Strecken frei von Laub, weil sie wissen, sonst liegen da ganz viele Leute. Wie so oft beim Biken macht es die Erfahrung, dass man halt den Boden einschätzen kann und ein Gefühl kriegt, wann fängt das Rad an zu rutschen. Zum Beispiel in der Kurve jetzt gerade habe ich eine vorgemacht, hier am Steinbruch. Wenn das Rad halt sich mehr geneigt als der Körper. Ich verlinke mal das Video drunter, wo ich das nochmal gut erkläre, wie man dann den Körper mitdreht, wie man noch die Schräglage des Bikes verbessern kann. Ja, und man findet diesen Grenzbereich auf Laub durch Erfahrung. Das heißt, ihr müsst jetzt möglichst viel Laub fahren, um auch irgendwo komfortabler damit zu werden. Und auch wirklich zu wissen, wo ist denn da mein Traktionslimit? Ist das vielleicht anders als auf total rutschigem Matsch oder auf Schnee, Eis oder sehr rutschigen Sand, was ja alles auch gibt? Und dann werdet ihr euch wirklich auch selbstbewusster werden und vielleicht auch dann das Gefühl, im Laub zu fahren, dann auch immer mehr genießen. Liebe Leute, es gibt noch einen Tipp für das Kurvenfahren bei Laub. Und zwar, es ist auch bei anderen Untergründen möglich, wenn ihr eine steile, langsame Kurve habt, so wie ich hier von diesem Weg hier rüber, runter auf den anderen Weg, dann ist es so, man fährt langsam rein, bremst vor der Kurve natürlich das Tempo stark runter. Und wenn man jetzt in der Kurve langsam bleiben muss, weil man kann nicht einfach die Bremse aufmachen, dann würde man sofort losschießen wie verrückt, dann kann man noch hinten weiter gefühlvoll bremsen. Und wenn man sieht, es ist wirklich sehr laubig, rutschig, die Vorderbremse mal kurz weglassen. Oder weniger nutzen oder ganz weglassen, damit das Vorderrad so wie auf Schienen weiterrollen kann. Das ist ein ganz wertvoller Tipp, wenn man nicht dieses in der Kurve Vorderradschieb weg im Laub haben will. Ich fahre jetzt hier die steile Kurve runter und dann bremse ich hinten vorne kurz loslassen und wieder vorne. So kann ich das halt nutzen, wenn ich vorne die Bremse kurz weglasse, dass mein Vorderrad nicht wegrutscht. Denkt daran, ob es jetzt in der Kurve ist oder sonst im rutschigen Laub, wenn euer Rad mal vorne so ein bisschen wegrutscht, mal so ein Stück zur Seite, muss man versuchen locker zu bleiben. Wenn man dann verkrampft, dann kann es sein, dass man dann auch noch weiter rutscht und ganz stürzt. Also durch das sich rantasten gewöhnt man sich auch daran, dass das Rad manchmal so ein bisschen wegrutscht. Vorne ist echt unangenehm, aber wenn man merkt, so ein bisschen rutschen ist nicht schlimm, dann ist das noch okay. Liebe Leute, schreibt doch mal in die Kommentare, was sind so eure Erfahrungen mit Laub? Also sowohl vielleicht die negative Erfahrung von Stürzen oder auch mal so eine Laub-Gaudi, wo ihr sagt, das macht auch mal so Spaß. So ein bisschen, manche in Alpen, die können im Winter so durch so Powder durchpowdern. Man kann mal so ein bisschen durch Laub durchpowdern.
Solange man halt nicht den Untergrund kaputt macht, ist das ja auch nochmal eine witzige Sache. Weiß ich nicht, was ihr da bisher so gemacht habt. Schreibt mal rein. Ich würde mal sagen, ich habe mich über die Jahre einfach so sehr an Laub gewöhnt, weil ich fahre so viel im Winter. Und dann hast du oft noch so eine Eisschicht auf dem Laub. Also mich kann da so schnell nichts mehr erschrecken. Und ich bin natürlich auch dann vorsichtig und attackiere nicht wie ein Downhill-Profi, weil ich einfach das nicht riskieren will, da auf die Nase zu fallen. Genau. Ich freue mich aufs nächste Video. Danke fürs Zuschauen. Abonniert den Kanal, wenn ihr da Bock drauf habt. Und wir sehen uns.